Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns und sei mit dir. Amen. Liebe Zuhörende und liebe Zuschauende, kennen Sie das Spiel Monopoly? Es ist ein altes Spiel, aber wird auch heute immer wieder gespielt. Wie gerne habe ich dieses Spiel gespielt, mit großem Eifer und unermüdlich. Denn in diesem Spiel ging es darum, Geld zu vermehren und immer reicher zu werden. Wie gerne habe ich das gespielt und mich gefreut, wenn dann ein Mitspieler auf eines meiner Felder kam und dann Miete zahlen musste und mein Bankkonto wuchs. Ich habe mich gefühlt wie Onkel Dagobert, habe im Geld gewühlt, die Scheine gezählt und wir haben alle gelacht, wenn der erste pleite war und aus dem Spiel raus war. Schon damals wussten wir, Geld regiert die Welt. Nun habe ich gehört, dass der niederländische Pastor Marian Kolmstad ein neues Spiel entwickelt hat. Es ist sozusagen die christliche Variante von Monopoly und er nennt es Monoholy. Und in diesem Spiel geht es nicht darum, Geld zu vermehren, sondern von seinen Schätzen abzugeben. Und die Felder tragen auch keine Straßennamen, sondern sie tragen Namen wie Güte, Barmherzigkeit, Vergebung, Geduld oder Glaube. Und immer wenn ein Mitspieler auf eines meiner Felder kam, dann musste ich, und ich habe es gerne getan, ihm etwas abgeben. Gewonnen hat also der, der am Ende am wenigsten hatte. Dieses Spiel, Monoholy, erinnert mich an das heutige Erntedankfest. Das heutige Erntedankfest erinnert uns daran, wie reich uns Gott beschenkt und jeden Tag neu. So heißt es im Psalm, alle Augen warten auf dich und du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Gottes Reichtum ist so groß, dass er verschenkt und verschenkt und wir alle dürfen daran teilhaben. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an ein Ehepaar, die jedes Jahr einen größeren Betrag an unsere Diakoniestiftung überweisen, weil sie sagen, wir haben doch alles und wir sind so reich beschenkt worden, wir wollen etwas zurückgeben. Und da ist eine Konfirmandengruppe, die über ihre ganze Konfirmandenzeit an einem Projekt arbeitet, dafür Spenden sammelt und am Ende ganz stolz ist, als dieses Projekt gelingt. Manche Gemeinde macht um ihre Bitte um eine Spende ein großes Fest. Und alle freuen sich mit. Alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Mit dem Erntedankfest lade ich Sie ein, lade ich uns ein, immer wieder neu von dem Reichtum des Verschenkens zu zehren, sich daran erinnern zu lassen und sich mitzufreuen daran, dass da auch der andere genug zum Leben hat. Alle Augen warten auf dich, Herr, und du gibst uns Speise zur rechten Zeit. Unsere Wünsche und Anliegen, unsere Angst und unsere Freude, dies bringen wir in unser gemeinsames Gebet, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht ihr nun hin in die neue Woche, zurück in den Alltag. Im Namen unseres Gottes, mit seinem Segen und in seinem Frieden. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.